Bratwurst haben wir nicht, aber Pizza! Dresden ist in Feierlaune. Wir merken es heute hier. Beim Schloss Albrechtsberg ist es wieder soweit. Eine ganz spezielle Nacht steht bevor. Die 8. Schlössernacht in Dresden. Eine ganz besondere Nacht. Hallo? Wer bist du denn? Tempelschlange. Eine Tempelschlange haben wir hier. Das ist eine echte Tempelschlange, eine tibetanische Tempelschlange. Mitten in Dresden bei der Schlössernacht? Soll sie vor der Schlössernacht sein? Das ist viel zu gefährlich. Das ist viel zu gefährlich. Das sind doch viel zu viele Kinder hier. Da kann doch was passieren. Sag vor, dass dir nichts passiert. Man muss hier so. Also, eine heiße Nacht steht uns bevor. Mit vielen, vielen speziellen Effekten. Kulinarische Köstlichkeiten, wundervolle Wanderwege, kann ich nur sagen. Lichtshows, Lasershows, wie gesagt, Special Effects. Eine fliegende, schwebende Kugel. Wahnsinn, wie machst du das? Und heute noch mehr Show? Schön. Liebe Leute, wir schmeißen uns ins Getümmel neben euch mit und werden mal hier die Nacht zum Tag machen. Das ist das Besondere hier bei der 8. Schlössernacht, die Wanderwege, die früher die Adeligen genutzt haben und hier durch den schönen Garten und Park zu flanieren. Ist wirklich wunderschön hergerichtet, auch für kleine Kinder. Hier sind wir gerade in der Märchenstraße, ja, wo die ganzen Kleinen auch auf ihre Kosten kommen. Und hier auf der Märchenstraße habe ich die Heike getroffen. Grüße dich. Hallo, grüß dich. Bist du Akteurin hier? Du wirkst mit, hast du mir gerade gesagt? Wir machen mit der Jugendkunstschule Dresden mit. Wir sind ja hier vor Ort ständig da und da lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, hier zur Schlössernacht mit dabei zu sein. Ja. Mit kleinen und großen Akteuren, mit Tanz, mit Märchen, mit Musik, mit Chören vom Ostsächsischen Chorverband. So jedenfalls alle gut gelaunt. Wetter ist schön, das hält hoffentlich auch so. Das ist ja jedes Jahr so, ne? Bei der Schlössernacht. Es kann regnen die ganze Zeit und Samstag kommt die Sonne raus. Genau, so muss es auch sein. Ja, ich meine, wir sind zwar hier gerade an der Bühne unter den Bäumen, die etwas abhalten würden, aber bei der guten Laune aller ist das doch viel schöner, wenn die Sonne dazu scheint. Sie haben 14 Tage hier geprobt. Das sind Kinder aus Brunnis, aus Gorbitz und aus der Dresdner Neustadt, die sich hier für die Ferien für 14 Tage zusammengefunden haben mit Tanzpädagogen, mit Zirkuspädagogen, gemeinsam hier eine Aktion vorzubereiten, einzustudieren, hier das Areal kennenzulernen und wollten natürlich heute unbedingt dabei sein und das allen zeigen, was sie hier erreicht haben. Also, sie setzte sich aufs Pferd und ritt nach Hause. Als der Mann nach nur 52 Wochen sich wieder erholt hatte und das Bett so langsam dann verlassen wollte, sagte er zu seiner Frau: Was hab ich nur für eine kluge Frau? Da hat sie einfach so ein neues Problem erkannt und aus dem Handgelenk gelöst. Aber ich bin ein Mann und was eine Frau kann, das kann ich so lange. Sprachs, ging zum Markt und kaufte einen Hahn. Wir befinden uns gerade auf der Lingner Schlossterrasse und das ist was ganz Besonderes. Auch hier an der Schlössernacht im Hintergrund sehen wir Schloss Eckberg. Wir befinden uns genau hier im Getümmel, ja, wo früher die Adeligen residiert haben, bei dem besonderen Ausblick. Und das ist der Charme der Schlössernacht. Adeliges Ambiente und die ganze Stadt liegt uns zu Füßen. Thank you.
Hier haben wir ein bekanntes Gesicht getroffen. Viele Zuschauer werden ihn noch kennen vom letzten Jahr von der 7. Schlössernacht, und zwar der Yves. Yves Lade, hallo, grüße dich. Hallo, guten Abend. Ja, du bist ja mit uns letztes Jahr noch mitgelaufen. Ja, ich habe letztes Jahr selbst interviewt und jetzt werde ich interviewt. Und du bist aufgestiegen, das kann man so sagen. Kann man? Ja, wahrscheinlich. Bei jeder Schlössernacht halt aufgestiegen. Ja, scheint so, ne? Und was ist jetzt dein Job? Wir dürfen dich ein bisschen begleiten. Erstmal vielen Dank dafür. Ich bin Stage Manager dieses Jahr. Ich kümmere mich um 3 Bühnen hier und ja. Ich muss gucken, dass die Künstler immer zeitig da sind, pünktlich anfangen. Ja. Und wenn jemand noch ein Wehwehchen hat, muss ich natürlich versuchen, das zu klären. Ja, mein Halt, ich kriege einen ganz steifen Halt hier. Und vielleicht kannst du da was machen? Nicht die Leute umfahren. Achtung bitte! Ich bin sehr froh, dass ich nicht laufen muss, aber leider hat dieses Golf-Caddy keine Hupe, nicht mal einen Blinker. Und wir begleiten dich jetzt zum Schloss Eckberg. Jawohl, Schloss Eckberg, und da gucken wir jetzt mal, ob da alles läuft bei den Künstlern und ob auf der Bühne Musik ist und wie es da aussieht. Wir sind ja gerade von der Salsa-Bühne gekommen, kann es sein? Das war die Bühne im Kavaliershaus, ja, richtig. Da hat Son Del Nene gespielt. Ja. Und jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Ja. Meine Mutti wahrscheinlich. Ich nehme euch einfach mal mit, ja? Miss Efi von Cabaret im Palais. Ja, der Yves war so frei und hat uns hierher bekleidet. Ja, vielen Dank an den Yves, der Mann für alle Fälle hier heute. Ja. Unverzichtbar. Unverzichtbar, ja. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Macht er also seine Sache richtig gut. Ich würde sagen, ja, er betreut uns. Ja, dann übernehme ich jetzt mal die Betreuung. Vielen Dank. Sehr gerne. Schönen Abend euch noch. Ja, den haben wir auf jeden Fall. So, Miss Evi. Ja, große Ehre für mich. Man hört sehr, sehr viel. Ihr seid sehr, sehr berühmt für eure Kabarett-Show. Ja, Kabarett im Palais. Das läuft jetzt diesen kommenden Winter schon in der 3. Saison. Wir freuen uns sehr drauf. Wir werden jeden Winter, denken wir uns was Neues aus. Wir bringen neue Artisten mit und stellen immer wieder eine neue Show zusammen. Wir haben ja selber sehr viel Repertoire, das nie endet und von dem wir immer wieder was Neues reinbringen, und dann ein paar Klassiker, die Leute immer wieder hören wollen, wie das Waltzing Matilda von Mr. Loy. Das muss natürlich immer vorkommen. Für uns ist es so toll, dass wir zum ersten Mal im Sommer in Dresden sind und bei so einem herrlichen Wetter, das wirklich für heute wie bestellt ist. Also wir sind sehr glücklich und ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt gleich meinen ersten Auftritt hier auf der Dresdner Schlössernacht habe. Such a sad old feeling, the fields are soft and green, but it's Ich stehe hier neben den Veranstalter, einer der Veranstalten oder Hauptveranstalter, Mirko Meinl.
Richtig. Veranstalter First Class Concept GmbH Dresden. Es ist ja die 8. Schlössernacht und ich bin schon mehrmals hier und die Leute sind jedes Mal aufs Neue begeistert. Also ihr kriegt das jedes Mal richtig gut hin. Aber eine Frage habe ich noch. Was für ein Draht habt ihr nach oben? Wie kriegt ihr das mit dem Wetter jedes Jahr? Ja, das ist uns langsam auch selber unheimlich, wie das jedes Mal passt. Und gerade dieses Jahr ist es wirklich der einzigste Tag in diesen vielleicht 14 Tagen, wo schönes Wetter ist. Wir sind selber sehr beeindruckt, wie wir mit dem Lohn des Fleißigen hier belohnt werden. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass wir dieses Fest bei so einem Gewetter genießen dürfen. Und dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß heute und wir feiern kräftig mit. Dankeschön. Zusehen gern, aber bitte nicht so nah. Zwischen tun, als ob und sein, wäre ein Unterschied von Klassen. Wenn zwei zueinander passen. Wenn zwei zueinander.